Servus meine lieben Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video vom Landwirtschaftssimulator 2015. Ich verrede mich halt immer noch. 17 natürlich. So, jetzt haben wir erstmal das Gerät an und dann fangen wir los. Wir gehen heute direkt dreschen. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren. Wir gehen jetzt einfach direkt dreschen. Wir haben ja sonst ja eh nichts Besseres zu tun. Ja, wir haben, ich muss so kurz noch was schauen, Leute. Ja, Heugras, seht ihr, gibt's jetzt eine Mod, der ist Heugras in Kategorie. Und, also Silage ist eigen. So, wir werden jetzt den Acker hier dreschen. Den Acker werden wir jetzt dreschen und dann werden wir den gleich ansehen, wieder neu. Habe ich halt so geplant, denke ich. Wir lassen auch gleich den Helfer hier fahren. Wir brauchen mal noch einen Traktor hier. Aber wir kippen niemanden hier. Ich glaube vielleicht der Kleine reicht. Und ich habe ja was davon geredet, dass wir mit Season Mod spielen könnten, aber ich habe das einfach gelassen, weil warum? Nee, Spaß. Ich habe das absichtlich gelassen. Ich wollte nicht herumscheißen, weil das kann man machen, wenn man nichts zu tun hat sonst. Aber wenn man die Zeit lang hat, aber wir haben ja grundsätzlich nicht lange Zeit. Oh, ich habe gerade was anderes geschaut. Wir haben ja grundsätzlich keine Zeit. Es kommt angeblich, sollte es morgen soweit sein, dass die Wildwahl kommt, beziehungsweise heute. Hat zumindest so geheißen. Ja, ich kann nicht sagen, ob es stimmt. Hm? Haben wir eigentlich ein Gewicht? Ja, davon. Es hat ja eigentlich geheißen, dass ich die Wildbachtal spielen werde. Das werde ich auch. Aber ich muss halt zuerst warten, bis hier raus ist. Und das heißt, ich wollte das Projekt schon viel früher starten, habe aber erst heute geschafft, das Video hochzuladen. An dem Tag, wo ich aufnehme. Das erste und das zweite kommt dann morgen. Bis dahin kann es eben schon möglich sein, dass es ein, wie heißt, hopp, 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 runter vom Gas hier, dass es schon die Wildbachtal gibt. Und das ist halt das Problem gewesen, das einzige Problem. Haben wir, ja, warte kurz, es wird eine kleine Unterbrechung geben jetzt. So sind wir hier, ich habe halt den Link gerade eingestellt. Damit wir hier schön. Oh, das war ganz schön. Weil wir, ich habe hier, wie ihr seht, den Dings, wie heißt die Scheiße? Was macht der mit dem Fuß da dahinter? Den GPS-Mod gerade angeschaltet. Das ist ja mit Steuerung 0 und da ist das Problem, ja.
TV-Gerät wechseln. So. Also wir helfen halt, weil ich muss jetzt schauen, dass wir jetzt einmal alles mit Soja ansehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Geld, jetzt ist das. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste jetzt als nächstes. Dass wir anständig Geld bekommen. Wir können ja nochmal schauen kurz. Wir haben 65.000 Schulden, die müssen wir auf jeden Fall zurückzahlen als nächstes. Schauen wir jetzt noch mal hier. Okay. Wir haben wir werden auf jeden Fall ein bisschen was verkaufen. Wisst ihr was, bevor wir ackern, gehen wir lieber verkaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Geld. Wir müssen auf jeden Fall die Schulden erst zurückzahlen. Und dann hänge ich hier den anderen Kipper ran und fasse es mit dem. Weil was, ja, das muss man ja alles verstehen. So, jetzt mache ich kurz wieder Auto. So. So, dann gehen wir jetzt verkaufen. So. Ey. Wo haben wir hier den? Achso, der steht ja hier. Einfach nur gerade hinter. Perfekt. Nochmal die Türe wieder zu. So, starten wir an die Geräte. Und schauen mal, dass wir weiterkommen. Ah, sorry, ich bin voll falsch auf. Hier muss ich rein. Jetzt erstmal die Türe auf hier. So. Ja, hier muss man rein. Was haben wir gesagt? Farm. So, was farmen wir? Was kriegen wir viel? Ah, Sonnenblumen. Sonnenblumen? Laden wir mal auf hier. Ach, ich glaube, ich habe noch nie Sonnenblumen gefahren. Wäre gedroschen im ganzen LS. Ich weiß nicht, warum ich. Es ist voll lustig. Die Leute wollen voll viele neue Sachen und ich spiele immer mit den Standardsachen. Das ist richtig komisch eigentlich, aber. Ja. Bahnhof. Wo ist der Bahnhof? Das ist eine gute Frage, ne? Da oben. Das heißt, wir müssen mal hier rauf. Wir fahren hier einfach geradeaus und fahren dann da drüben links. Nach der Brücke. Oder? Ja, dann müssen wir zuerst irgendwie runterfahren. Aber es ist das, wisst ihr, es ist das erste Mal, dass wir über diese Brücke fahren. Also es ist voll komisch, aber ist es wirklich so. Das ist voll geil, so. Passt voll gut hierher. Ja, okay, jetzt müssen wir hier runterfahren über den Feldweg. Oh. So. Feuchtingen. Alles klar.
Ich glaube, ihr habt Bahnhof gefunden, Leute. Oh, hier. Hier ist es. Bin neugierig. Das müssen wir echt mal ausprobieren. Nee, gibt's nicht. Na, schade. So, lol, achso. So Leute, wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, wir bekommen jetzt noch das Geld. Hoffe mal. Schön nett. Naja, nächste Folge werden wir weiterverkaufen. Ich gehe jetzt Mittagessen. Okay, keine Ahnung, wann wir Geld bekommen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet mich beim nächsten Mal ein. Und was ich mal erzählen will, ich bin echt überwältigt, was für einen Support ich auf den Landwirtschaftssimulator bekomme. Ich habe ein Minecraft-Video hochgeladen, ne? Und habe 4 Klicks. Ja, okay. Und habe 4 Klicks erst innerhalb von 2 Wochen bekommen. 2 Wochen, 4 Klicks. Und jetzt beim LS habe ich in einer halben Stunde 8 Aufrufe gehabt. Erinnere mich selber zu 7 Aufrufe, ja. Also das ist schon nicht schlecht, muss man mal so sagen. Aber ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir holen jetzt ein schönes Auto, das wir müssen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.